Was geht ab, YouTube, meine Freunde? Es ist Sonntag. Ich mache heute Basketballtraining. Ich hole einen Spieler ab, der ist gerade ein bisschen zu spät. Hier wird die Tür zugesperrt. Und ich habe den Schlüssel nicht. Das heißt, ich lasse das offen mit meinem Asthmus-Ball. Adam! Bro, komm, hey! Was ist los? Mehr Elan! Sehr motiviert, let's go! Hat dir zerlegt das Training. Alles gut? Alles gut. Alles ist immer gefrühstückt. Ja. Let's go. So, wir spielen ein paar Spielchen. Die Jungs habe ich extra auf den Court gegeben. Ich habe denen Übungen gegeben, Jump Shots. Da ist es 2 gegen 2. Und Tempo. Und Tempo. Tempo. Und go. Was war das jetzt? Zweite Gruppe, ready. Go! 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 Sehr gut. So schnell wie möglich tappen, so schnell wie möglich sprinten. Wir haben genug Pause dazwischen, okay? Seid ihr ready? Go! 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 Down! Go! Zweite Gruppe, alle runter. Du willst chillen? Okay. Go! Down! Go! Down! Sehr gut. Schlafen, Spaß. Go! So, jetzt kommt das. Warte, jetzt kommt die. Na, 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 nicht mehr. Jetzt kommt die letzte Übung. Wenn ich sage Stopp oder aufs zweite Go, machen wir das zweite Go. Bleiben wir stehen und machen High Knees. Ich will aber, dass ihr so High Knees. Wisst ihr was? Wir beginnen mit High Knees. Das erste Go ist High Knees. Das erste, jetzt. Yes. Nein. Nein. Go! Nico. Go! 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 Sehr gut. Zweite Gruppe. Okay, ich warte. Sieh so. Okay. Hast du den Bauchnabel gefunden? Go! Sehr gut. Go! 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 Leute! Chest, thick body and chest, thank God more.
Bro, Eddie, wenn du ein Mann bist, let's go. Let's go, ich hab's jetzt. Nein, was für 35 Euro, Bro. Ehre, Stolz. Du bist ein Mann, du bist ein Jäger. Bro, ich hab Ehre, ich hab Stolz. Meine Corona sind 10 Kilo. Komm. Du bist so, ich hab gedacht, du bist aus Venezuela. Mach dir keine Sorgen, es brennt nur zweimal. Bro, bist du da? Bro, schluck's einfach runter. Erst Zeta, was ist los mit dir? Was bist du so? Bro, schluck's einfach schnell runter. Legst du hinten rein und schluck's runter. Bro, du hast arg Respekt für uns alle. Melli wird dich nie wieder schlagen im Training. Erst, ich werde dich alle nie wieder. Es gibt sowas ja nicht. Das ist da dein Gipfel. Wieso soll ich doch da rein? Damit es nicht so schmeckt. Damit es nicht schmeckt. Es schmeckt eh süß, Wasabi und Meerrettich. Komm, geht schon. Er ist sein Mann, Er ist Bro, ich habe so hart Respekt vor dir, Mann. Ich werde so, ich werde nächstes Mal Schlägerei, ich werde dich anrufen. Komm, Bro. Komm schon, Bro. Bro, komm schon. Sein Mann. Hast du Hoden oder nicht? Bro, komm schon! Bro, komm schon! Helena hätte das schon längst gemacht, oder? Ich hab's auf YouTube gesagt, easy, einfach so. Das war safe, das war alles. Wieso machst du es nicht? Was? Weil er ein Mann schon ist, schau sein Bart an. Siehst du? Er ist seine Augenbrauen sind dicker als sein Bart, Bro. Eddie. Was bist du denn? Hälfte, okay, Hälfte. Aber ohne schau, wie er dich rettet, Eddie, oder? Nur ohne das Wasabi. Du Arschloch. Warte, die Wasabi weg. Hey, du schummelst, Mann. Du verlierst ja die Hälfte. Du nimmst es doch immer ab. Ja, du willst ihn gehen. Machst du noch immer Videos? Ja, ich warte. Was willst du von mir? Ja, so da ist es nur noch mal. Ich habe um seine Gabel rundherum. Eben. Aber gleichzeitig. Erst, Adam, jetzt nimmst du mehr als er, oder was? Komm, sie müssen gehen. Nein, geht schon, das reicht schon. Kommt gleichzeitig. 3, 2, warte, gleichzeitig. 3. Nein, ohne. Glaub mir, wenn du was trinkst, wird es noch brennen. Du musst ein bisschen warten. Ich hasse eigentlich Wasabi. Glaub mir, es wird mehr brennen. Kommt. Erst, er macht schon mit dir und du scheißt dich so an. Komm. Ist egal, komm. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Jetzt zum Atmen brennt's arg. Bist du deppert, dich respektiere ich jetzt hart. So, ich bin schon im Gym mit meinem Athleten Milat. Masculinia Junioren Champ in Wien. Und mein kleiner Bruder, der jetzt bei meinem großen Bruder hier in diesem Gym arbeitet. Und da hat gerade seine Schicht vorbei. Und jetzt macht er mit uns Legs. Das macht man gar nicht, da ist respektlos. Und heute ist Legs. Erste Übung 4x25. Fertig. Let's go. Jo, jetzt schon. Du musst gleich mit dem Gewicht mithalten. Morgen kannst du nicht gehen. Ja. Erstes Mal, dass wir zusammen trainieren. Komm, geht schon. Ja. Sehr gut. Du bist ziemlich hell.
Was mit Soli? Ich tue mich ja auch nicht einspülen. Ich spüle mich auch nicht ein, aber sollte es in Soli gehen? Oder mehr in die Sonne gehen, du Kellerkind? Ja, in die Sonne gehst du schon. Ganz erstrecken, komm, ganz strecken. Und flexen, du spürst da, genau, jedes Mal, ganz erstrecken. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Cool, ich morgen gar nicht gehen können. Egal, du führst dann Bombenbeine und wenn du dich vor ein Mädchen ausziehst im Slip, sieht man deine Augen kurz. So wie viele habe ich schon? Ja, Mann, wir alle tragen Slips in der Familie. Noch 10. Noch 10? Ja, du hast nicht 25. Du hast nicht gezählt, gell? Ja, ja, nee. Komm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er schneidet doch Punkte. Wie ich schon Peters auf diesen Videos. Keine Sorge. So, zweite Übung, Leg Curls im Liegen, Spermafleck, 4x25, wie geht's dir dabei? Gut. Gut? Ich spüre nichts mehr. Sehr gut. Ja, ich weiß. Easy. Wie geht's dir, Bro? Sehr gut. Oh, das sind 25 Kilo für Männer, Alter. Ob das schwer ist, was? Oh Gott. Zweite Übung, Alter. Kurz mich rein. Ich sehe schon vor, wie meine Mama mich anruft und sich beschweren wird, dass er auf einmal Schmerzen hat und nicht gehen kann. Dann heißt das, was hast du getan? Willst du dann pitzen gehen? Zu Mama? Hä? Willst du dann pitzen gehen? Zu was? Zu Mutti? Ich spüre, ich tue jetzt, ja. Dann wirst du heulen, dass du jetzt so hart trainieren musstest. Boxen, was irgendwas macht. Ja. Wie viel hast du? Was? Ribs. So. Das ist der Kette gefällt. Okay. Dritte Übung. Abduktoren. 4x25. Genau, langsam oben anspannen, Bro. Genau. Sehr gut. 25, sehr gut. Easy peasy. Super. Nicht locker sein. Genau, komm. Setz dich. Und rauf. Auf den Fersen raufdrücken. Super. So. Das passt schon. Ein bisschen enger die Beine. Ein bisschen enger, noch ein bisschen. Und die Füße rausdrehen. Ein bisschen. Genau. So benutzt du mehr den Arsch, okay? Und deine Adduktoren. So, wir machen der Arnold macht Goblet Squats. Weil ich ihn langsam an das Dings-Taste an das Squatten und er hat noch nie gesquattet. Wir haben noch genug Zeit, er ist noch ein kleiner Junge. Milad und ich squatten jetzt. Sehr brav. Easy peasy. Wir gehen mit dem Squat. Mit Squatten, das erste ist 40 Kilo. Wir machen 6 Sätze. Die ersten 2 Reps mit 20, die ersten 2 Sätze mit 20 Reps, dann 2 Sätze mit
15 Reps und 2 Sätze mit 10 Reps. So, am Anfang 40 Kilo und easy. Es filmt schon, gell? Tschüss. Enger stehen, Bro. Ganz tief. Genau. Jedes Mal ganz tief. Super. So, nächste Übung. Wir machen Waden. Babywaden. Machen hier bei der Wadenhebemaschine. Gehen super in den Stretch, zeige ich euch gleich 20 Reps, super Sitze, 20 Reps. Ruski, komm her, ich brauche einen Kameramann. Du musst die Form zeigen, du weißt. Warte schon. So, letzte Übung, wieder Leg Extensions. Heavy 4x12 bis 15, dann sind wir fertig für heute. Broski? Schwer genug. Ich sehe schon, wie die Mama unter meine Videos kommentiert. Sein Rücken! Komm, 15. Schenk mir 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, servus. Bravo. So, wir sind fertig mit dem Leg Day. Kleiner Bruder, das erste Mal ist mit mir mittrainiert. Wie war's? Es war gut. Aber wir sehen erst morgen, ob es gut war. Achso. Okay. Du wirst schon, dass ein Muskelkater nicht bedeutet, ob das Training gut war oder nicht. Ich weiß. Aber was laberst du dann? Aber erst? Ich sehe nicht, ob ich überhaupt gehen kann. Achso, okay. Ja. Ich glaube nicht, denn du bist behindert. So, ich gehe jetzt. Gute Besserung. Der andere zweite kleine Bruder, wie war das Training für dich, Milad? Wie immer gut. Wie immer gut. Schau diesen Schleimscheiß an. Weißt so.
Ich kann nicht gehen, du kannst nicht zählen. Voll, 14, 14. Das ist normal beim Coaching. Achso. Und du weißt, ich bin niemals in die Schule gegangen. Du kannst nicht zählen. Sag jeder, nee. So, oh mein Gott, es wird zu dunkel. So Leute, wir sind fertig mit dem Leg Day. Ich gönne mir jetzt noch einen Döner, glaube ich. Und ab morgen muss ich besser tracken. Ich habe halt mir wieder echt mal viel gegönnt. Aber mir geht schon echt viel besser. Ja. Arnold, was gönnst du dir da zu Hause? Hühnerbrust, Süßkartoffeln. Hühnerbrust und Süßkartoffeln. Warum aber Süßkartoffeln, keine normalen Kartoffeln? Magst du keine normalen Kartoffeln? Doch auch. Die sind billiger, Bro. Ja, und? Okay, aber Süßkartoffeln sind lecker. Aber Süßkartoffeln und Karotten. Karotten noch? Hast du es getrackt? Trackst du es? Ja. Weil Karotten immer 100 Gramm und dann schaue ich, wie viel Nährwerte. Aber jede Seite sagt was anderes. Das ist das Schlimme. Macht nichts. Du weißt ungefähr. Tracken ist eh nicht so genau die Kalorienzählung. Ja. So, auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen Inspo holen. Inspo. Inspiration vom Leg Day. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Guten Morgen. Schöne Nacht, was auch immer. Und schöne Grüße aus Wien. Peace.